Leute, heute habe ich eines der coolsten Spiele überhaupt gespielt. Und zwar My Universe. Da läuft man tatsächlich herum, sammelt ganz viel Holz, danach ganz, ganz viele Steine. Und irgendwann holt man sich das riesengroße, legendäre Schwert. Ich zeige euch, wie das Ganze funktioniert hat. Schaut euch das Video auf jeden Fall ganz an, denn am Ende kommt das Finale. Und übrigens, nicht vergessen, das neue Buch von Arizoo Comic Adventure ist draußen. Unbedingt vorbestellen oder im Buchhandel vorbeisehen. Das ist My Little Universe und wir sind dieser orangene Typ und müssen jetzt tatsächlich hier erstmal das Holz abbauen. Denn dieses Holz ist tatsächlich notwendig als Treibstoff für diese Rakete hier. Also haben wir da einfach mal 10 von diesen Blöcken reingemacht und wuhu! Da fliegen wir auch schon los. Das ganze Spiel ist sehr gut umgesetzt. Es sieht sehr cool aus und es ist sehr modern. Dementsprechend müssen wir das unbedingt gemeinsam spielen, denn das ist nämlich jetzt unsere Kugel, in der wir uns bewegen können. Und wir sind jetzt mit unserem Raketenraumschiff hier gelandet und müssen jetzt tatsächlich unsere restlichen Baumstämme, die wir gerade vom anderen Planeten mitgenommen haben, benutzen, um hier unsere Welt weiterhin auszubauen. Das Ganze funktioniert eigentlich ganz gut. Dementsprechend probieren wir einfach mal aus, eine weitere Ecke hier freizuschalten und bekommen mehr Bäume. Diese Bäume können wir jetzt wieder benutzen, um wieder mehr Bäume wahrscheinlich zu machen, beziehungsweise eine weitere Plattform. Oh, und wir können schwimmen, so wie es aussieht. Das bedeutet also, wir können hier einfach mal eine ganz entspannte Runde worüber schwimmen. Oh, oh, aber da sind auch noch andere Haie. Oh, oh, hey, 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 hi, Freunde, das wollte ich nicht. Nein! Oh, Mann, ich wollte gar nicht sterben. Wir machen einfach mal gemütlich weiter. Wir haben noch einen Rucksack. Den können wir tatsächlich verwenden, um ja, Rucksacksachen damit zu machen. Also Sachen reinlegen. Und wir können tatsächlich weiterhin einfach Holz abbauen. Und wir können tatsächlich hier Latten sozusagen herstellen aus dem Holz, was wir abbauen. Und da oben brauchen wir 10 solche Latten. Ne? Dementsprechend lass uns mal hier so 10 schöne Platten machen. Ne? Dann haben wir nämlich alles, was wir brauchen, um weiter hochzukommen. Und hier unten können wir tatsächlich sogar einen weiteren Baumabfarm-Dings hinhauen. Okay? Hier unten haben wir dann die Möglichkeit, so viel Bäume wie möglich abzuarbeiten. Ne? Und dort, was ich ja auch da oben sehe, ist vielleicht auch ganz interessant. Da haben wir jetzt ein Metallstück mit einem Pfeil. Das bedeutet also, wenn wir jetzt hier unsere gerade frisch geschnittenen Holzdinger reinpacken, was macht der denn? Oh mein Gott, ich werde angegriffen von einem Goblin. Hilfe! Hilfe! Ah! Hilfe! Ah! Oh! Ah! Au! Au! Oha, nimm das zurück. Oh, da habe ich ihm eine gegeben. Und zwar einen kleinen Schlag. Oha, wir haben 94 Holz schon abgebaut. Dementsprechend haben wir, glaube ich, genug Holz. Aber jetzt müssen wir... Ah, und da kommt das zweite Werkzeug im Spiel. Und zwar müssen wir nämlich hier das gleiche machen, ne, wie unten gerade auch. Nur, dass wir hier tatsächlich einen anderen Rohstoff abbauen. Und zwar ist das höchstwahrscheinlich gerade Eisen, das wir hier gerade abbauen. Und können also auch eine Insel daraus bauen, okay? Ah, guck mal, da ist wieder eine Spaltung. Und zwar geht es hier links sozusagen weiter zu Eisen und rechts geht es Richtung Schwert. Aber damit wir zum Schwert kommen können, brauchen wir 10 solche Eisenbalken. Die müssen wir uns tatsächlich erstmal verdienen. Das heißt, hier müssen wir 25 von diesen Eisen oh, aua! Ey! Aua, aua! Yo, yo, yo! Chill mal! Nicht angreifen, nicht angreifen! Ihr nehmt das! Bam! Und bam! Oh, oh, oh! Nimm das! Oh, 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 oh! Okay, ich habe ihm gegeben. Oh, der hat mir sogar gerade einen Träger gegeben. Wenn man gegen Gegner kämpft, bekommt man tatsächlich also etwas zurück. Gut, dass der hin und wieder mal vorbeisieht, der kleine Goblin. Insgesamt 30 haben wir jetzt hier rein investiert. Oh, was? Jetzt müssen wir da 50 rein investieren? What, what? Das ist ja überkrass. Okay, wir brauchen auf jeden Fall eine größere Mine, eine riesige Mine. Und wir brauchen irgendwie die Möglichkeit, unsere Spitzhacke zu upgraden, okay? Guck mal, hier müssen wir müssen ja hier schon wie blöde abbauen. Aber zum Glück haben wir jetzt 50 voll. Das heißt also, wir gucken mal. Was haben wir denn da? 50 hier reinmachen, ne? Huch! Und... Oh, da ist auch schon die Maschine. Die gute alte Maschine. Die können wir gleich kaufen. Aber erst gleich. Wir müssen nämlich erstmal ganz entspannt wieder ein paar Steine abbauen. Ich baue gerne den ganzen... Oh, da ist er wieder. Komm her. Oh, der will einen haben. Der will einen haben. Ich gebe ihm. Aua, au. Ey, ey, aua, au. Ey, hören Sie auf. Ich gebe ihm. Oh, ich habe ihn gegeben. Ganz mies. Der ist einfach von hinten gekommen. Hat einfach so draufgeschlagen. Das geht gar nicht. Oh, wir haben schon übrigens über 70 von diesen Dingern gefarmt. Guck mal, wir können sogar schon 12 herstellen. Aber, was vielleicht auch eine gute Idee ist, wir können vielleicht schon mal hier dieses eine kleine Stück hier freischalten. Ne? Weil das kostet nämlich 40. Hier sollten wir auf jeden Fall investieren. Oh ja, das ist eine große Mine. Wow. Wenn wir da einmal durchgehen, bekommen wir insgesamt 25 Blöcke. Und hier hinten wird sogar schon produziert. Und wir haben
haben jetzt sozusagen schon genug, denn wir brauchen nämlich hier 15 solche Holzbalken plus nochmal 10 solche Eisenteile. Das können wir natürlich hier produzieren. Also einmal 15 solche Holzbalken. Nice, dann haben wir davon genug. Hier können wir ebenfalls nochmal rein investieren. Guck mal, können wir hier eine Spitzhacke kaufen. Ah, die kann man hier gießen lassen, okay? Was kostet das? 30 Holz und 30 Balken. Okay, und da können wir ebenfalls nochmal was freischalten. Und zwar haben wir hier tatsächlich eine Axt. Stärke 2 gibt die. Okay, Stärke 2 sieht schon sehr gut aus. Eine sehr starke Waffe. Und wenn wir uns tatsächlich weiter hier nach oben hinschauen, sehen wir, dass wir Holz brauchen, okay? Bevor wir also an die Spitzhacke gehen, sollten wir uns vielleicht sogar die normale Hacke holen für das Holz, weil ich nämlich das Gefühl habe, dass wir hier mehr Holz brauchen werden als Stein, ja? Guck mal, hier zum Beispiel, ne? Da kann man auch 15 rein investieren und zack, was haben wir denn da? Das ist jetzt auch einfach nur ein weiterer Weg, den man sich hier freikaufen kann. Oh, die Wege werden immer weiter und man sieht auch direkt, okay, es geht hier immer mehr um Holz, ja? Man braucht immer mehr Holz. Wir haben jetzt gerade, oh, das sind 104 von diesen Steinen und da können wir jetzt 20 davon erst machen, ne? Wir brauchen aber 30 insgesamt. Wir haben auch inzwischen schon 26 Holz. Jetzt brauchen wir halt nur noch genug, um dementsprechend Eisen zu machen, weil wir haben nämlich jetzt schon 7 Stahlträger. Machen wir nochmal 7 extra. Da haben wir jetzt 23, die reinkommen und das dürfte dann reichen. Ideal. Was wir aber daneben machen können, ist einfach mal ein bisschen hier dieses Holz nochmal ein bisschen zu sammeln, weil dann können wir nämlich einfach weitere Wege bauen. Das wäre eigentlich ganz cool. Guck mal, da können wir 20 reinwerfen. Dann haben wir hier nochmal 20 mal zum reinwerfen. Ist da ein bisschen mehr Wald? Ah, nee. Haben wir hier vielleicht nochmal Wald? Nee, jetzt habe ich gar kein Holz mehr. Okay, Holz ist also auch sehr rar, aber jetzt haben wir 30, okay? 30 Eisen, 30 von diesen Holzteilen und jetzt holen wir uns die neue Hacke, indem wir auf Upgrade drücken. Oh, die wurde gerade geschärft einfach. Okay, so, da brauchen wir jetzt tatsächlich sogar so ein blaues Zeug irgendwie, um die Hacke nochmal besser zu machen. Ich gehe hier trotzdem mal ran und schau mal. Oh ja, wie ich es gesagt habe. Okay, das bedeutet also, bei jedem Schlag bekommen wir jetzt die doppelte Anzahl an Holz, da wir jetzt nämlich auf Level 2 sind mit unserer Hacke. Das bedeutet, dass wir jetzt viel schneller und viel weiter reisen können. Und ich glaube, als wir hier nach links geschwommen sind, war da wie so eine spezielle Einrichtung. Und da sollten wir uns vielleicht mal hinbewegen. Oh, da ist eine andere Einrichtung, die wir jetzt leider gefunden haben. Was ist das? Ich kann hier verkaufen. 50 Holz für 5 Münzen verkaufen? 5? Was ist das denn? Oh, Mann. Okay, ich brauche doch kein Geld, oder? Brauche ich Geld? Ich habe nur Holz. Okay, lass mal in die andere Seite gehen. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall Geld brauchen. Überall braucht man Geld. So, schauen wir mal hier rein. Okay, da ist jetzt ein weiterer Baum einfach. Den kann man einfach mal so abbauen. Aber nur einer? Okay, bauen wir uns mal weiter nach oben. Oh, was ist das? Oh, das ist wie so eine Art Portal. Oh, okay. Da brauchen wir dann 60 Eisen dementsprechend. Wir können uns aber jetzt erstmal nochmal mit dem Holz weiter fortbewegen. Oh, das macht so viel mehr Spaß, einfach zu sammeln, wenn man einfach doppelt so viel Holz hat bei jedem Mal abbauen. Und guck mal, da ist tatsächlich sogar dieses Schwert. In die Richtung müssen wir gehen. Wir müssen uns ein gutes Schwert holen. Zum Glück sind wir auf Holz gegangen. Oh, was ist das für einer? Oh, Alter, ich habe da einfach gerade gegen so ein Baummonster gewonnen. Oh, hey, hier oben ist eine andere Baumart. Wir müssen jetzt tatsächlich mal die Bäume hier abbauen. Und die sehen eigentlich anders aus, aber die geben genauso viel. Die geben auch immer zwei Holz. Aber ich glaube, das eine Material, was wir tatsächlich vorhin gesehen haben, was blau eingezeichnet wurde, das ist, glaube ich, dieses blaue magische Material. Ich weiß nicht ganz genau, was es sein soll. Es könnte Lapis Lazuli sein. Man braucht 20 davon, um hier weiterzukommen. Und ganz viel Holz, dementsprechend... Oh, guck mal, wieder 20 und ganz viel Holz. Also, ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir nicht die Pickaxe geupgradet haben, sondern tatsächlich vorerst die gute alte Hacke. Haben wir den richtigen Trick gemacht, weil bis jetzt vermisse ich das immer noch nicht. So, jetzt können wir hier nochmal 100 rein investieren. Hier oben müsste nämlich irgendwo die... Oh! Das magische Schwert. Wie kriege ich das? Wie kriege ich das magische Schwert? Oh, wow. Das magische Schwert sieht abgefahren aus. Ich brauche dafür aber irgendwie so ein Kristall. Und jetzt kommt's. Ich habe eine Idee. Ich habe eine kleine Idee, wie man es machen kann. Wenn wir jetzt nämlich hier runterlaufen, ne? Dann konnte man ja hier zu diesem Turm da kommen. Das sind zwei solche. Nein. Lass mich in Ruhe. Okay. Wie komme ich denn da hin? Ich muss da hochkommen irgendwie. Ah, ich brauche einen Teleporter. Und das ist, glaube ich, der hier, mit dem ich mich dann dahin teleportieren kann. Oder es gibt hier irgendwas Magisches. Machen wir mal hier mal weiter. Wir müssen nur sehen, wo es lang geht. Okay, wir haben immer genug Holz da. Hier kostet es nur 50 Holz. Und hier sind übrigens auch noch mehr Bäume. Sehr nice. Oh, 60 Holz. Kein Problem. Wir haben genug für alle dabei. Mal schauen, was wir da bekommen. Oh, hoho, check! Oh yeah, das ist hier etwas. Oh, yeah, yeah,
Yeah, oh, wir bekommen da richtig viel Geld raus. Gar nicht mal so schlecht. Wie viel kriegen wir denn da aus der Schatztruhe raus? Ey, was ein richtig gutes Glücksspiel hier. Zum Glück haben wir das gemacht. Man kann das alle zwei Minuten kann man das machen. Wisst ihr, was ich jetzt noch gar nicht gemacht habe? Das können wir auch nochmal ausprobieren. Erstens können wir nochmal gegen den hier kämpfen. Yeah. Und dann können wir nochmal hier freischalten, ne? Weil vielleicht gibt es hier ja doch nochmal eine andere Möglichkeit, an dieses Drachending zu kommen. Okay, das ist jetzt auch einfach nur noch mehr von dem hier. Vielleicht sollten wir auch drumherum einfach nochmal hier ein bisschen upgraden, ne? Okay, da... Oh, guck mal, da. Oh, da ist ein Schild. Da, das da. Das zeigt tatsächlich, dass wir dort vielleicht die Marke bekommen für dieses Schwert. Oh, und ich hätte so gerne dieses Schwert. Das ist ja so cool. Oh. Okay, bewegen wir uns vorwärts. Hier müssen wir nämlich jetzt ebenfalls nochmal ein bisschen was rein investieren. Komm schon, 200 für die Marke. Huh. Oh Gott. Was mache ich denn jetzt da? Da habe ich jetzt auch nochmal was rein investiert. Finde ich hier eine Marke? Ist das hier eine Marke? Habe ich da was gefunden? Nö. Okay. Aber vielleicht muss ich oben nochmal das gleiche sozusagen nochmal reinhauen. So, mal gucken, ob das links, ob da links vielleicht noch was gemacht werden muss. Ist da noch was vielleicht, was versteckt ist? Oh! Oh, was ist das? Das ist ein Upgrade fürs Schwert. Aber das brauchen wir eigentlich. Wir wollen ja das Schwert da haben. Oh, nö. Gehen wir mal weiter. Schauen mal, was da jetzt kommt. Komm schon, bitte. Oh, Mann. Jetzt muss man sich hier wieder entscheiden, ne? Und da braucht man 125 Eisen. Wir müssen nämlich unbedingt in die Richtung des Eisens gehen, weil dort ist nämlich das Zeichen, wo es Richtung Marke geht. So, da können wir hier einfach kurz an die Bäume dran gehen. Ganz entspannt. Wir haben übrigens auch nirgendwo einen Laden bisher gefunden, wo wir Geld ausgeben können. Oh, und das Portal haben wir auch noch nicht gemacht. Wir können ja vielleicht schon mal hier unten, ne, ein bisschen mehr Land freischalten, weil hier sind die Sachen unten noch günstig. So, und dann haben wir hier... Oh, yeah! Okay, sehr nice. Wir haben dann hier einfach einen riesengroßen Waldbereich, den man nach und nach einfach abfarmen kann. So, 30-30. Jetzt wird nochmal die Spitzhacke kurz geboostet auf Stufe 2. Yeah! Die wird jetzt ebenfalls grün. So, die können wir dann dementsprechend hier ebenfalls upgraden, ne? Und dann dürften wir... Warte mal, geht es jetzt schneller? Hey, wir bekommen immer nur noch einen Stein, aber es geht gefühlt schneller. Okay, beim Holz ist es dementsprechend nochmal ein bisschen besser gewesen, weil da haben wir nämlich doppelte Geschwindigkeit bekommen. Aber bei der Zweier Pickaxe, wir können das viel schneller abbauen, aber wir bekommen nicht mehr. Schade. Oh, guck mal, bei dem blauen Zeug, da kriegen wir jetzt tatsächlich 2 pro Schlag. So, 105 solche Steine habe ich jetzt gesammelt. Gehen wir mal da ran und schauen bitte die Marke. Wow, what? Das ist ein riesiger Boss. Oh nö, der will 200 Münzen von mir. Ah, Johann. Wisst ihr, was das für uns bedeutet? Erstmal schön an die Kiste rangehen, weil ich glaube, mit der Kiste sind wir wirklich am besten dran. Und nebenbei können wir das Portal fertig machen. Komm, wir gehen ran da. Easy going. So, jetzt kommen die letzten. Ich habe gerade noch ein bisschen Holz gefarmt und alles fertig gemacht. Wir gehen jetzt an das Portal dran und machen das Ding voll. So. Oh, okay, ich verstehe. Da ist das erste Portalstück jetzt erst fertig. Wir müssen uns also tatsächlich dann nochmal da dran setzen und noch ein paar blaue farmen. Gar kein Problem, machen wir gleich fertig. Und nebenbei habe ich übrigens die ganze Zeit weiterhin Gold gefarmt, weil der Händler, der will nämlich Holz kaufen. Wir nehmen dann auf jeden Fall die 80 mit. Dann können wir auf jeden Fall die 80 hier kaufen, beziehungsweise unser Geld gleich aufstocken. Und haben insgesamt dann 215 Münzen, um den Golem zu bestechen. Komm her, Golem, und nimm mein Geld. Okay, 200 Tacken hat von uns bekommen. Und jetzt sind wir also... Was? Was müssen wir denn da wieder auffüllen? Oh nö. Müssen da so Stein einfach auffüllen. Ich hole mir das. 3 Tage später. So, 150 hier bezahlen. Muss ich jetzt bei jedem bezahlen? Oder kann ich da einmal bezahlen und dann komme ich da durch? Oh, ich muss bei jedem bezahlen? Nö. Oh Mann. Schauen wir nochmal kurz, was wir da unten haben, weil wir kommen nämlich bei der Höhle nur ganz schwer voran, haben aber hier nochmal einen weiteren Weg, den wir irgendwie aufmachen können. Da geht es tatsächlich nochmal ein bisschen weiter. Wir brauchen tatsächlich wieder etwas Holz dafür. Wir müssen auch irgendwie gucken, dass wir unsere Sachen irgendwie upgraden können. Wir haben auf jeden Fall unsere Welt schon riesig groß hinbekommen. Wir haben jetzt schon wieder 135. Mal gucken, was wir da bekommen. Weil wenn man nämlich so viel bezahlen muss, kommt da meistens immer irgendwas ganz Cooles an und können das auch schon kaufen. Oh, hier gibt es einen Händler, der uns tatsächlich die blauen Teile abkauft für 10. Und hier ein Spezialangebot. Oh mein Gott. Oh, Level 6. Das ist abgefahren. Das ist eine Axt und eine Spitzhacke mit Level 6+. Plus, wir bekommen sehr viele Materialien für 9,99. Da muss ich leider zuschlagen. Ah! Oh, yes!
Sir. Okay, jetzt haben wir tatsächlich sehr krasse Sachen bekommen. Das reicht jetzt erstmal. Und wir haben auf jeden Fall jetzt ganz, ganz krasse Tools. Mal gucken, was wir bekommen. Oh, okay, ich verstehe. Wir bekommen jetzt auf jeden Fall 6 von diesen blauen Teilen pro Schlag. Das ist schon sehr abgefahren. Und wir gucken jetzt mal, ob wir tatsächlich mit dieser Sache jetzt weiterkommen können. Oh, yes, wir haben nämlich jetzt so viele von den Ressourcen gekauft, dass wir dementsprechend hier von alleine weiterkommen können. Und jetzt müssen wir nur noch den richtigen Weg einschlagen, um irgendwie das Schwert zu bekommen. Ich hoffe nur, dass wir richtig laufen. Ich möchte natürlich nicht meine ganzen Ressourcen verschwenden, aber hier in dieser Mine gibt es einige Möglichkeiten, um tatsächlich wieder an Steine dran zu kommen. Deswegen, desto mehr wir freischalten, desto besser wird es tatsächlich. Hier bekommen wir tatsächlich ebenfalls wieder Gold, was wir abfarmen können. Und hier haben wir für 225 einen Riesenkern, ebenfalls eine Goldkiste. Okay, leider hatten wir hier kein Glück mit unserem Kern, den wir eigentlich suchen, denn wir suchen den Kern, um das magische Schwert zu bekommen. Deswegen, wir gehen weiter. Und wir können eigentlich relativ gut hier mit den Steinen durchkommen. Es ist auch immer wieder ein Gegner dabei, aber daher, dass wir die Level 6 Axt haben, kommen wir hier schon deutlich schneller voran. Zum Glück haben wir noch 7900 Steine übrig. Ohne dieses Package, oh Mann, das hätte so lange gedauert, hier durchzukommen. Jetzt können wir es vielleicht möglicherweise gleich bekommen. Oh, what? Was ist das denn? Das ist einfach lilaner Kristall, den wir da abbauen können. Interessant. Da gehen wir nochmal gut durch. Gutes Ding. Und hoffentlich ist es hier. What? Oh, wow, 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 wow. Das ist wie ein Bosskampf hier einfach kurz gewesen. Und jetzt sind wir tatsächlich hier an diesem Strand gelandet. Jetzt müssen wir hier 25 von den Steinen reinschmeißen und können... Oh, wow, jetzt können wir hier eine Brücke reinbauen. Ja, abgefahren. Okay. Das heißt also, jetzt haben wir hier eine wunderbare Brücke, wo wir rüberlaufen können. So, wir bauen weiter die nächste Brücke. Die nächste Brücke befindet sich tatsächlich hier einfach nur im Ozean. Hier müssen wir ebenfalls nochmal 50 solche Edelsteine verwenden, ne? Und tatsächlich, da ist wieder ein weiteres Schild, was uns ein weiteres Level zeigt. Okay, krass. Hier müssen wir ebenfalls durchlaufen und tatsächlich ein weiteres Level freischalten. Hier können wir ebenfalls so blaue Bäume freischalten. Und ich muss sagen, dieses Level zieht sich sehr. Ich habe nämlich gedacht, man kommt schneller an das Schwert dran, aber da kommen noch echt einige Inseln sozusagen auf uns zu, die wir hier alle freischalten müssen, inklusive von diesen Pilzen. Da müssen wir nämlich eigentlich gegen diese Pilzmonster hier kämpfen, ne? Was eine abgefahrene Sache ist. Guck mal, da müssen wir ebenfalls nochmal dran gehen. Oh, 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 oha. Er ist gar nicht mal so schwach jetzt gerade gewesen, ne? Dieses Spiel ist gar nicht spielbar, wenn man hier kein Geld ausgibt, okay? Das heißt, Leute, überlegt euch wirklich sehr, ob ihr dieses Schwert wirklich haben wollt, weil ich glaube, man braucht hier mehr Wochen. Also es ist zu krass, wie viel man hier farmen muss. Deswegen würde ich es mir auf jeden Fall immer viermal... Guck mal, was? Jetzt müssen wir hier gegen den Yeti kämpfen. Oh nein, nicht sterben. Oh, oh, oh. Ich bin einfach fast gestorben gerade. Hier sind überall einfach Monster. Müssen wir jetzt aber gerade aufpassen, werden ja immer mehr hier. Jetzt muss man hier ebenfalls nochmal ein bisschen was freischalten. Zum Glück haben wir noch ein paar Materialien da und gehen dann nochmal vorwärts. Rucksack! Oh, guck mal, da verkauft er mir jetzt nochmal was. Und ich muss das kaufen, weil wenn ich das nicht kaufe, komme ich nicht weiter. Oh mein Gott! Ich würde auf jeden Fall sagen, dieses Spiel lohnt sich gar nicht zu spielen, okay? Ich glaube, es ist sogar am besten, wenn man sich einfach nur ansieht, wie ich das Spiel hier eigentlich durchspiele. Und dann weiß man, wie das... Oh, da ist das Ding. Da ist das Ding, was wir bekommen müssen, ne? Und tatsächlich haben wir das ja schon mal gesehen. Aber ich glaube, da kommt man kaum ran. Außer man kauft sich das dementsprechend. Und deswegen gehen wir da jetzt gerade hoch und müssen jetzt hier die ganze Stube nochmal einkaufen, ne? Mal gucken, ob wir auch die richtige Richtung vielleicht wählen. Na, guck mal da. Vielleicht hier auf die linke Seite. Ah, und da sind diese grünen Dinger. Okay, sehr interessant. Die hatten wir nämlich jetzt noch gar nicht, ja. Das heißt also, wir können hier nochmal ganz entspannt weitergehen. Oh! Oh, was ist das? Das ist ein riesiger Goblin. Und tatsächlich, wir sind richtig gelaufen, ne? Das heißt, da ist wieder ein weiteres Schild. Eigentlich ist es dieses Ding da oben. Und wir müssen jetzt diesen Goblin hier bestechen, ne? Und der nimmt uns tatsächlich alles, was wir haben, ne? Oh, what? Da muss man so viele Sachen bezahlen. Man muss ja auch so Keulen finden, ne? Und ich weiß noch nicht mal, wie man Keulen überhaupt bekommt. Ich habe die einfach gehabt, so. Oh, da ist wieder ein weiteres Monster. Haben wir jetzt gerade einfach runtergehauen. So, das investieren wir jetzt auch mal da rein. Der da unten, der schwimmt einfach nur gegen dieses Level. Okay. Oh, 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 da ist er wieder. Oh, wow. Okay, da war jetzt plötzlich wieder da. Wir haben übrigens Stufe 6 unsere Werkzeuge. Das heißt also, wir sind hier gerade sehr, sehr stark am Spielen und versuchen, so weit wie möglich zu kommen. Jetzt brauchen wir 400 Keulen und ich hab
gar keine 400 Keulen. Wie mache ich das denn? Ich hab nicht genug Keulen. Ich muss gegen diese Dinger da kämpfen. Guck mal, hier kann ich 150 von diesen Edelsteinen reinhauen. Und dann brauche ich nochmal 450 von diesen grünen Dingern. Aber davon habe ich gar nicht so viele. Heißt jetzt also, ich muss jetzt gegen diese Dinger kämpfen? Warte mal, wir schalten mal das hier noch frei, das hier oben. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt so viele Keulen wie möglich hier sammeln muss. 204. Wie viel haben wir da gemacht? 400? 400 Keulen? Stell dich mal vor, ich habe jetzt schon für dieses Spiel 20 Euro ausgegeben. Dafür hätte ich ein Dr. Auge kaufen können, okay? Unter shop.arizu.de. Ich hätte für das Geld, hätte ich einfach schon ein Arizu Comic Adventure gekauft. Das neue Arizu Comic Adventure Buch hätte ich einfach so bekommen. Und in diesem Spiel kann ich nicht mal das Spiel gewinnen mit 20 Euro. Damit wir vielleicht mehr Keulen bekommen können, können wir vielleicht erstmal unser Schwert upgraden. Wir werden jetzt einfach mal unser Schwert hier immer weiter upgraden. Wir sind jetzt sogar schon auf Level 3. Und jetzt können wir das gleiche nochmal upgraden. Dann sind wir auch schon auf Level 4. Dann können wir hier nochmal kurz alles upgraden, was wir brauchen, um auf Level 5 zu kommen. Mal gucken, was wir da noch haben. Ich mache das mal hier voll nochmal. Ein weiteres Level. Dann sind wir jetzt nämlich ebenfalls auf Stufe 6. Und dann haben wir jetzt auf jeden Fall mehr Gesundheit und können besser kämpfen. Und tatsächlich ist es jetzt meine Aufgabe, diese Keulen zu sammeln. Okay? Ich muss jetzt einfach nur hier rumlaufen und diese Dinger hier kaputt hauen. So. Und oh, 14 bekomme ich jetzt schon. Okay. 1, 2, 18. Das heißt also, ich muss hier eigentlich nur herumlaufen und dann dementsprechend einfach nur diese Monster hier abfarmen. Guck mal, da unten dürfte er... Guck mal, hier oben ist jetzt wieder ein weiterer Gegner. Den holen wir uns. Jetzt sind wir bei 399. Und jetzt sollte hier oben eigentlich auch gleich wieder ein anderer Gegner sein. Also investieren wir nochmal. Zack. Und nochmal den da holen. So. Jetzt haben wir über 400. Und jetzt müssten wir doch eigentlich da hinkommen. Let's go! Okay. Da ist jetzt nochmal ein Monster. Nice. Dann gehen wir jetzt nochmal hier weiter. Oh Mann, wir brauchen nochmal 450 von diesen Dingern. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Spiel macht gegen Ende gar keinen Spaß mehr. Dieses Spiel möchte einfach nur noch Geld von dir haben. Wir haben jetzt mehr Leben. Das ist gut. Wir brauchen trotzdem immer noch zwei Schläge. 260 haben wir jetzt schon. Und ich muss jetzt eigentlich nur noch im Kreis laufen, ne? Und einfach nur noch die Punkte abfahren. Und dann müssen wir 450 sammeln. Und dann geht's weiter. Okay, es läuft schon viel besser. Wir geben wieder Geld aus und wir sind wieder drin. Und jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen, weil ich muss jetzt nochmal 500 Stück sammeln. Leute, gebt unbedingt ein Like auf dieses Video. Ich muss so viele Coins von denen sammeln. Oh mein Gott. Und schaut auf jeden Fall unter shop.arizu.de vorbei für die ganze Mühe. Ah, guck mal, da kann man sich nochmal 200 von diesen Dingern holen. So, dann können wir nämlich ganz entspannt hier die Brücke rüberbauen, weil da drüben ist nämlich noch ein Vulkan. Ich brauche nämlich nicht mehr viele Keulen, um hier weiterzukommen. What? Please sign in. Oh, nö. Oh, Mann. Oh, was? Oh, was? Ich bin einfach gestorben in der Lava. Was? Entschuldigen Sie mich bitte? Ich bin einfach gerade in der Lava gestorben? Was soll das denn? Ich glaube, ich bin schon bald fertig mit Keulen sammeln. Ich möchte euch an diesem Spaß hier unbedingt mal teilhaben lassen. Das macht ja richtig Spaß. Man kann sich diese Keulen nirgendwo kaufen. Man muss diese Dinger tatsächlich besiegen. Es gibt keine andere Wahl, irgendwo zu tauschen oder irgendwie sowas in die Richtung. Aber ich denke, mit 503 Keulen bin ich ein freier Mann. Alter, da kommen gleich zwei Stück gleichzeitig. Okidoki. Wir gehen jetzt los und laufen jetzt hier im guten alten Kreis und haben das Ding in der Tasche. Wir haben's. Wir sind drin. Wir geben das Geld. Und wenn jetzt nochmal eins kommt, fange ich an zu weinen. Bitte nicht nochmal eins. Bitte. Ja, wir haben es. Oh mein Gott. Oh, wow. Okay, so. Ich gehe jetzt das Schwert kaufen. Ich gehe jetzt das Schwert kaufen. Ich muss es kaufen. Ich habe Angst, dieses Portal da zu aktivieren, weil dafür muss man noch so viele Sachen machen. Und das mache ich nicht. Ich hole jetzt einfach nur das Schwert ab. Ciao, Leute. Jetzt gibt's erstmal ein Schwert. Oh, ich habe es. Yeah, okay. Great. Ich habe es abgeholt. Das Schwert. Okay, jetzt müssen wir aber nochmal gegen den Goblin kämpfen. Ne? Wir schaffen damit, glaube ich, wirklich alles One-Hit. Sind dementsprechend jetzt gut ausgestattet und kennen uns jetzt überall aus. Wir haben sogar eine weitere Marke geschenkt bekommen. Deswegen, ich schaue jetzt nochmal, wie viel Schaden mache ich an einem Monster. Pam. Yeet. Oh, yeah. 18. Okay, es hat sich nichts geändert. Okay, Leute, ich bin fertig für heute. Ciao.